denn der Computer? Das ist Franz Beckenbauer, auch der Kaiser genannt, weil er mit einem Kaiserschnitt zur Welt kam. Ein Fußballprofi, wie er im Buche steht. Er kann schießen und köpfen und er hat sehr viele Tore erzielen können. Hunderte von Malen stand er für die Bundesrepublik auf dem Rasen und zwischenzeitlich residierte der Kaiser auch in New York. 1990 hatte er seinen absoluten Höhepunkt seiner Karriere, als er die deutsche Nationalmannschaft zum Titel des Weltmeisters geführt hat. Seit jener Zeit konnte Beckenbauer als Trainer für den ersten FC Bayern große Erfolge verbuchen. Franz Beckenbauer hat eine Putzfrau, deren Mann mit Hans-Friedrich Schmidt befreundet ist. Schmidt ist Angestellter in der Sparda-Bank Uetersen und war als Kind in der Klasse des Mathematiklehrers Martin Hammer. Dieser hatte kleine Probleme mit der Blase und wurde behandelt von Frau Dr. Gisela Schrader. Frau Dr. Schrader hatte auf dem Nachhauseweg am 31.07.87 in dem Rückspiegel ihres Wagens Gerhard Weber erblickt, den sie aber nicht kannte. Herr Weber ist heute zu Gast bei Implosiv. Herr Weber, wie geht es Ihnen heute? Es geht. Mein Sohn ist heute gestorben. Sie beschweren sich, dass vor Ihrem Haus in Ihrer Straße ewig Hundeköde liegen. Ja. Sie und andere Passanten treten dauernd rein und die Schuhe sind im Arsch. Ist das wahr? Das ist allerdings richtig. Meine Schuhe, die stinken extrem. Bäh. Nun, lassen Sie sich nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Was ist denn da nun los? Sie haben doch eine Bürgerwehr gegründet. Wissen Sie, ich bin heute etwas unkonzentriert. Ach, mein Sohn wurde nämlich vor einer halben Stunde in unserer Straße überfahren und zu Tode gequetscht. Sie haben also eine Bürgerwehr gegründet? Ja, genau. Und die besteht aus wie vielen Leuten? 12. 12 meiner Nachbarn. Alles sehr liebe Leute. Und wir haben alle die Nase voll, dass sie Tübeln, diese Scheißtübeln, immer auf unsere Straße scheißen. Das finden wir scheiße. Ja, und wie wollen Sie dagegen ankämpfen? Hallo, Herr Weber, was wollen Sie dagegen tun? Oh, ich war schon wieder unaufmerksam. Oh, Verzeihung, wissen Sie, ich muss nämlich gerade an die Szene denken, wie mein Sohn direkt vor meinen Augen in meiner Straße zerquetscht wurde. Wissen Sie, da kam ein LKW an und er hat ihn erfasst und zur Seite geschleudert und er war gleich tot, es hat ganz schön geblutet. Wissen Sie, denn in unserer Spielstraße, es ist eine Spielstraße, fahren so viele PKWs und LKWs durch und die halten sich nicht an die Tempovorschriften, die fahren 90 in einer Spielstraße. Gut, gut. Kommen wir mal wieder auf die wahren Probleme in Ihrer Straße zu sprechen. Der Hundekot ist ja besonders im Sommer eine extreme Geruchsbelästigung für all die Leute. Und wenn man reintritt, ist das auch ganz schön glibberig. Eben erfahren wir, dass ein Truck in Ihr Haus gebrettert ist und Ihre Frau und Ihre zweijährige Tochter Maria in Stücke geschmettert hat. Kann es sein, dass der Truck auf Hundekot ausgerutscht ist? Klar, das musste natürlich irgendwann mal passieren. Das ist tragisch. Wir haben für Sie, liebe Zuschauer, einmal etwas Hundekot mitgebracht. Ja, das erkenne ich. Das ist von Bella. Das ist der Hund nebenan von dem von Barunowitz. Ich schmecke hauptsächlich Chappi. Chappi mit Innereien. Kann das sein? Ja, gut möglich. Ich habe noch eine Probe mitgebracht. Mhm. Die ist aber noch ein bisschen frischer. Mhm. Oh, das ist ein gutes Film. Boah. Schmeckt ja, nicht schlecht, also in Ordnung. War nicht auch frisch. Mhm. Kann man nicht meckern. Ja. Das ist ein Dackel, ne? Thank you.